Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von DC Livonia. Zu zweit. Wo ist denn hier schon wieder der Kack-Tankdeckel? Oh, Alter, noch ein Fass, Junge. Nicht schlecht. Oh, das gibt's doch gar nicht. Komm, unser erstes Fass, wir brauchen eh eine Feuertonne. Oh ja. Brauchen wir wesentlich kein Lagerfeuer bauen, haben wir das gleich. Geh gleich nochmal hier ins Geschäft rüber, vielleicht liegt da noch was zu fressen drin. Das ist eine Krankenstation auch nicht. Ja. Was, Krankenstation? Ja, das ist eine Krankenstation. Das kleine Ding hinter mir? Ja. Diese Tante Emma-Laden da? Das ist eine Krankenstation. Das ist keine Krankenstation. Das ist nur, das ist nur wie so ein Tante Emma-Laden so. Nice, ich, Alter. Guck mir mal die Zombies an. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Die haben gar nichts mehr, oder wie? Guck, da steht sogar fett dran. Market. Mit einem Wagenzeichen. Eine Flagge. Oh, nein! Mit dem DayZ-Logo. Wow, das ist cool. Hier, guck es an. Hier liegt's auf dem Boden. Ja, ja, ich hab's gerade gesehen. Ey, die kommt bei uns. Die kommt bei uns direkt hin. Die Gaslaterne. Okay, eine Gaslaterne brauchen wir nicht. Taschenlampe. Noch eine Flagge! Aber... Die weiße. Die habe ich hingepackt. Dann hatte ich doch danach diese Bärenflagge gefunden. Ach, warst du hier schon? Ja, gut. Oder das war auf einem anderen Server. Ich hätte auf jeden Fall, glaube ich, auch eine weiße eventuell auch in diesem Gebäude gefunden. Aber geil, die DC-Flagge ist ja episch. Ja, das ist geil. Erholst du kurz das Fass? Ach so, ja. Das steht doch hinter. Alter, ich habe so viel Fressen dabei. Heftig. Einmal auf eine Bipsi-Cola. Ah, siehst du, dann haben wir jetzt das Fass. Vielleicht sehen wir da noch ein paar Tiere, wenn wir nachher bei dabei sind. Können wir die jetzt mal schlachten. So, die nächste Straße rechts. Alter, eigentlich ist in die nächste Straße geradeaus. Alter. Die Karte ist ja so kompliziert. Ja, okay, wir fahren jetzt erstmal bis zu diesen richtig krassen Kurven. Achso, falls ihr die Vorfolge nicht gesehen habt, wir versuchen jetzt gerade unsere Base zu finden. Also in Anführungsstrichen unsere Base. Da, wo wir vielleicht bauen werden. Weil da sind... zwei wunderschöne, prächtige gleiche Gebäude. Häuser. Schon so gut, ja, genau, ja, genau. Gebäude nebeneinander. Ach so, die waren sogar nebeneinander. Ich dachte, die waren weit auseinander. Nee, die waren tatsächlich... Naja, nö. Also, sind die eigentlich direkt nebeneinander. Ach so. Sorry, auch wenn es jetzt nicht wichtig ist. Aber ich will mal gucken, ob man es lesen kann. Ja. Militärzone Eintritt verboten, ist das geil sogar auf Deutsch. Krass, hat gar nicht gesehen. Ja, deswegen. Ich hab nur gesehen, da stand mehreres untereinander, hab mir so gedacht. Ah, hier rechts ist schon die Karte vorbei, wa? Eigentlich, nee, wir sind mitten auf der Karte gerade. Oder war das irgendein anderes Zeichen? Du, ich hab jetzt ein bisschen Angst, dass hier Minen auf dem Boden liegen könnten. Gib Gummi. Nee, ich meine, das ist gerade ernst. Ja, wahrscheinlich dann rechts irgendwo, höchstens, denke ich mal. Da lag irgendwas. Ja, irgendwas Rotes. Ja, warte, nicht du aussteigen wegen. Ich dachte, du fährst ein Stück zurück. Ich wollte nur. Ja. Oh, Kamaradschien. Oh ja, das ist gut. Warum kann man nicht so eine Bunker bauen? Das wäre auch geil. So eine Sandsack-Dinger. Ja, das wäre auch cool. Bräuchte man einfach nur Jutebeutel und die müsste man mit Erde voll machen. Oh ja. Nachher geht das. Das wäre cool. Können wir unsere eigenen scheiß Barrikaden bauen? Nicht schlecht, Hammer. Wo wir immer gerne nicht gegenfahren wollen. Guck mal, eine Base mit Tor und umzäunt ist auch besser als nicht. Ah, ja. Wow, das ist ja wirklich komplett umzäunt, das Gebiet. Ich wollte es gerade sagen, die ist auch gar nicht so... Das wäre gar nicht so verkehrt, weil es riesengroß ist. Und wir haben ja auch wirklich viel Platz.
Und hier drinnen kannst du viele Zelte aufbauen. Oh ja. Alter Schwede. Keine Zombies. Spitzhacke. Metallsäger. Ha! Hier ist ein Reifen, ne? Hier ist echt ein Reifen dran. Doppelreifen. Oh, geil. Und vorne auch noch einer. Ich wollte gerade sagen, der doch auch. So. Der sah schon so... Oh, noch was. Wollen wir die erstmal mitnehmen? Die zwei Dinger? Wie können sie denn nachher ins Zelt reinpacken? Ja, komm. Ich überlege nur... rausnehmen. Achso, naja, drück sonst Tab und zieh raus. Ich kann kein Tab drücken. Okay. Es geht nicht. Ich kann auch keine 2 drücken, macht da nichts. Ich gehe mal kurz raus. Escape? Okay. Okay, dann bringe ich den schon mal ins Auto. Ist voll, muss ich da vorhin packen. Oh nein. Und vielleicht nehmen wir das hier sogar als Zwischenbase. Ich guck mal ganz rechts auf der Karte, wo das ist. Wir sind jetzt bei 3.7. Müsste hier sein, ne? Ja, genau hier. Dass wir die kaputten Wände hinten einfach zumachen. Hm. Wir sollten natürlich jetzt ein bisschen hier nochmal gucken, ob hier Zombies spawnen, weil wenn hier welche spawnen, muss das auch nicht unbedingt sein. Aber vielleicht mit den Flaggen können wir das so gesehen ausmachen, dass die ja spawnen. Das kann sein. Ja. Ich finde es schade, dass man keine Radius ist halt auch nicht. Ja, ja. Aber der Radius ist ja auch nicht zu weit, ne? Man hat ja bei unserer Dingsbase sehen auf deiner Karte. Es ging bis zu der Hälfte von der Schule, von der Straße aus. Also das ist schon. Gut, naja. Wir haben zwei oder drei Flaggen. Gut, die Z-Flagge würde ich nach vorne packen und die weiße Flagge einfach nach hinten. Ich weiß ja nicht, wenn die sich überschneiden, das müsste ja eigentlich egal sein. Mag ich hoffen. Ja, hoffentlich. Wahrscheinlich muss dann nur der gleiche, dass die irgendwie legen oder so. Das kann sein. Hast du das ausgestellt mit dem Schaden? In der Base und so? Möchte ich jetzt nicht beschwören, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, die nehmen Schaden. Da liegt hier eine Doppelläufige und er lässt sie liegen. Ja. Bah! Du hebst diesen Schmutz jetzt auf. Okay, wir haben mal ganz kurz achso, wir brauchen ja noch ein bisschen Bild machen von den Koordinaten. Wir brauchen eh zwei, drei Basen mehr. Ja. Du hast nicht zufällig eine Metallsäge dabei? Nee. Wieso? Schade. Ich will die Doppelläufe absägen. Wenn mich nicht alles irrt, liegt hinten links eine hier. Ich Volltrottel kann mir die doch auf die Schulter packen. Ich brauchte nur den Stock wegschmeißen. Ja, aber da ist leichter. Wow. Oh. Ja, hier liegt der Metallsäger. Ach, oh, wow. Geil. Also, das gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Und ich hoffe, dass wir das auch ganz gut machen können. Oh. Wie klein die gleich wird. So, jetzt habe ich mal einen Bärentöter mit den roten Muni, mit der roten Muni. Oh, schade. Da hinten ist ganz doll offen. Ah, es ist doof. Ach da. Na gut, wir haben genug Bäume hin. Ja, das sowieso. Also die habe ich auf jeden Fall vorgemerkt. Die gefällt, das gefällt mir echt dolle. Ja. Vorhin haben wir auch ein schönes Tor. Ja, das stimmt so. Auf beiden Seiten, vorne und hinten. Mhm. Ach ja. Gut. Cool. Genau, hier wollte ich eigentlich rechts fahren, aber ich werde es erstmal geradeaus fahren. Ich werde dann später. Um die Kurve zu nehmen. Hä?
Ohne die Kurve zu nehmen, einfach geradeaus. Natürlich. Oh Gott. Nein! Oh Gott! Oh. Das war knapp. Aber die war durchsichtig, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt mal ganz kurz ausprobieren. Ja. Brems! Bitte, bitte. Nein, sind Nein. nicht durchsichtig. Oh, also müssen wir ab sofort bei anderen Karte auch aufpassen, ne? Vielleicht ist das jetzt... Na gut, das sind ja andere. Auf der anderen Karte. Hier sind es ja richtig so... Betonpoller, bei dem anderen ja, sind es ja so Stein. Ach so. Hör auf zu spawnen, nicht hier. Wo die Scheißdinger so viele auch noch sind. Hier brauchst du gar keine Angst vor den Bäumen zu haben, sondern eher von diesen Pollern. Ist einfach so. Kommt man auf die Idee, seine Dinger hier hinzustellen, ne? Ja, da selbst im Real wäre das so unnötig. Oh ja, wenn du dagegen knallst, alter Schwede. Alter, hier gibt's geile Ruinen. Alter, das ist ein ganzes Ruinendorf. Alter Schwede. Hier müssen wir irgendwann mal wirklich durchstratzen. Wölfe, Wölfe! Das gibt hinter uns rechts. Ja. Irgendwo. Nee, ja, genau, rechts. Dann lass die gleich mal umfahren, dann können wir gleich angrillen. Ja, richtig. Fahr mal vor die Straße rechts lang. Ja, hab ich vorher geguckt. Das sieht so geil aus, wenn man so schräg den Wald runter guckt hier rechts von uns. Ja. Ist auch eine geile Gegend irgendwie. Die Karte sieht eigentlich mit schön aus. Die sind ganz schön weit rechts. Müsste eigentlich näher dran sein, oder? Ja, aber halt rechts, jetzt nicht so im Dorf hier. Ja. Oh, da wäre meine Tür. Okay. Ich glaube, die laufen weg. Wieder hinter uns? Ja. Ich glaube, die laufen weg. Oder sind halt jetzt tatsächlich... Komm, jetzt. Naja. Alter, ist ja nah. Wenn nicht, warte mal kurz hier, dann laufe ich mal kurz in die Richtung. Denk dann, dass du den Reifen noch in der Hand hast, falls du aussteigen willst. Erstmal Ausdauer. Ausdauer. Wieder auf der anderen Seite? Oh Gott, da ist er! Der war hier im Haus drinne. What? Willst du ja mal einsteigen schnell? Weil jetzt kommen bestimmt gleich die anderen. Ich guck nur, ob die hier vielleicht drin sein könnten. Ha. War die hier im Haus anscheinend? Da kommt ein Zombie. Da kommt noch ein Zombie. Ja, gut. Pass auf, der eine kommt. Achso, ich bin draußen. Ja, okay, dann schieß ich. Achso, bist du auch da. Ja. Hast du gerade geschossen? Muss mal. Achso, lass den. Oder so. So, nehme ich das Drecksvieh mal aus. Jo. Geil. So. Fluffy, nein! Es tut nicht den Busch zerschneiden. Der Busch! Häuten und Vierteln. Landmine! Gott. Jawohl! Rauchgranate kann ich sogar an meinen. Ich habe immer noch keine Schutzweste. Alter, ich habe so wenig Platz. Ne? Ich brauche dringend irgendwas. Dieser riesen Rucksack, oder das interessiert mich gar nicht so doll, aber wenigstens ein bisschen irgendwie Klamotten mal haben, so langsam. Knochen habe ich auch mal mitgenommen. Oh, Zombies? Taktische Handschuhe. Zombies, unter, ne? Wie dir gesagt? Weiß nicht. Unter dir war gerade einer. Da, der kommt hier hoch. Oh, der hat einen großen Rucksack. Nice. Töte ihn. Oh, wie geil ist das hier, Alter. Geil. Das Gebäude. Ein 80er Rucksack, der ist sogar nur beschädigt. Na, kannst du jetzt zur Not... Warte mal, kannst du gleich auf den Boden hinpacken, dann können wir gleich reparieren. Ich hab doch alles dabei. Ach so. Warte mal, was hat das... Oh, USG-Magazin. Kannst du reparieren, wenn was drin ist? Ja, ne? Ach so, ne, der nicht.
Doch, sag ich doch. Aber ich kann nichts reinpacken in der Zeit. Ja, du weißt aber, es ging vorher nicht. Vorher mussten wir immer alles rausnehmen, überall. Sicher? Ja, 100%ig, sogar 200. Ich gerade ehrlich gesagt nicht. Es war eigentlich nur, um es auszuziehen. Da hast du dich auch mal aufgeregt, dass du immer erst alles rauspacken musst, bevor es um es auszuziehen. Darum eigentlich, glaube ich. Ausziehen kannst du es. Nee, fürs Ausziehen kannst du einfach auf den Boden packen. Das kann drin bleiben. War das so rum, ja? Ja. Ja, wieder Alkohol geschlagen. Brauchst du was zu fressen, nimm dir hier was raus. Ich hab so viel. Oh, ich nehme das Marmeladenglas. Nein. Es gibt Grenzen. Ich nehme so eine kleine Kackdose. Okay. Tausche das automatisch. Ja. Geil, ich hab Platz. Kann ich hier runterspringen? Nee, ich lass es. Achso. Der Juden-Dosen-Satin. Ich wollte sagen, ich hab da einen Dosenöffner Bomben. Nämlich einen Scheißschraubenzieher. Ja, Zombies kommen wieder. Ach, da vorne ist mein Reifen. Ich bin auf den Tab gekommen. Oh. Da noch einer? Gut. Ich muss mal kurz hier was umsortieren. Zack. Ich glaub, der Beil ist nicht so das Beste. Es geht. So, die Ruinen sind übrigens auch neu. Gibt's auf der anderen Karte nicht. Und geil. Ja, wollte gerade sagen, und geil. Das ist schon eher Tschernobyl irgendwie, ne? Hm. Hier ist ein Zelt. Oh! Ich hab eine SG-5K! Oh, nicht schlecht. Och, geil. Sogar mit Magazin? Tatsache. SG-5K? Warte mal. Hier ist so ein Ofen, den ich meinte, ne? Da kann man auch die Tür auf und zu machen. Oh, fuck, jetzt weiß ich nicht, wo du bist. Oh, KA-Bayonet. Moment, ich bin gleich da. Bei dem größeren Haus weiter oben, wo rechts, wo der Tunnel drin ist. Ich höre. Da, genau. Da. In dem der Ding. Hier? Hat, in so einem Ding hat er ein Lagerfeuer gehabt und auf dem Ross lag denn das Fleisch. Oh. Das ist natürlich richtig geil. Ja. Oh, aber was noch geiler wäre, wenn oben noch einer. Oh, es regnet. Wenn oben noch einer wäre, das wäre noch geiler. Ja. Jetzt regnet es schon wieder. Was soll Kampf? Ich jetzt machen? Ich hab jetzt noch ein mittelgroßes Zelt gefunden. Ich glaube, ich muss das hier erstmal aufstellen. Weil ich habe keinen Platz dafür. Was hast du? Kampfhandschuhe, falls du willst. Ja, wenn nicht schlecht. Ich habe nämlich schon schöne taktische Handschuhe gefunden. Wo bist du jetzt oben in dem Haus? Oh, direkt neben dir. Wo liegen sie? Achso, warte. Achso. Lass mal runtergehen, wegen Regen. Ja. So. Da. Warte mal. Ich hab doch taktische Handschuhe. Achso, was ist denn hiermit? Haben wir schon eins. Das Magazin gut. Kannst du aber mitnehmen. Okay. Ja, das Zelt stelle ich hier erstmal auf dem Parkplatz, ne? Ja. Mach ich dafür wieder ein Platz Foto. Mehr. Jo. Ah, das ist ein graues. Hatten wir das schon mal? Bau mal auf. Ich glaube, graues hatten wir noch nicht. Ach, das blaue ist das. Wow. War das nicht sonst auch mal blau, wenn das aufgemalt ja, war? So, wenn das zusammengerollt? Ja, irgendwie so bläulich, ne, eigentlich. Aber, naja. Ich muss dann auch Pixar die gemacht? Ich muss dann auch mal die Fotos löschen von denen, die wir schon abgeholt haben. Oh ja. 9x19? Oh, 9x90. Ich hab, oh, cool. Die 19mm, ne? Nicht 39. Ja, 19. Hm. Erstmal altmodisch das Magazin laden. Ach, hast du noch dabei? Ja, war drinne. War mit bei. Schöne gleich. MP5. Komplettes All-in-One-Paket war das direkt. Wird die leichter, wenn du den Stock hinten abmachst, diese Schulterstütze? Ja, 0,5 Kilo. Oh, nicht schlecht. Würde ich auch ablassen, das sieht viel schöner aus. Ja, aber die zieht doch dann nach oben, oder? Ach, ich weiß es gar nicht, ich habe das noch nicht so ausprobiert.
Ja gut, theoretisch machst du ja eh nur ein Einzelschuss. Ja, eigentlich schon. Oh, hier sind zwei gleich in einem Haus, ne? Zwei von diesen Öfen. Ach, geil. Na, mal gucken, vielleicht machen wir hier nochmal eine kleine Zwischendings oder so. Ein Kampfmesser. Oh, du Lacker. Ich habe gerade das KA-Bajonett davon. Oben in dem Haus, wo die Handschuhe waren. Oh. Aber kann man, glaube ich, auch in keine Messertasche oder so machen. Hat schon wieder aufgehört zu regnen? Jo. Oder kann ich das KA-Bajonett irgendwo reinpacken? Okay, hier ist nichts. Oh. Nee, aber das verstehe ich nicht. Warum kann man das KA-Bajonett nicht mal in Messertasche oder in den Sturmstiefel reinpacken? Die Axt packe ich, wenn es passt, ins Auto, sonst schmeiße ich die weg, ne? Weil ich so was nutze jetzt. Haben wir da noch Platz? Ah, die Axt, ja gut, dann ist gar kein Platz mehr. Ich will gerade unten was reinpacken. Oder sind die jetzt oben? Nee. Ja, guck mal, die weiße Flagge können wir ja eigentlich weg, oder? Oh nee, falls wir die doch. Ich hab doch noch eine Polizeiflagge und die Bärenflagge müssen wir ja auch noch irgendwo haben. Dann nehme ich die erstmal ins Inventar. Ja. Einfach nur damit wir sie haben. Für später vielleicht. So, weil ich wollte jetzt bei mir auch ein bisschen Platz machen. Nee, kannst du ja. Die Munition brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Wow, du packst jetzt alles voll. Ach ja, stimmt. Du hast ja, das so, Autos das komplett voll. Ja, das ist jetzt. Ich habe noch ein paar Knochen mit für, dass wir noch Angelhaken ausmachen können. Kann ich ja mal gucken, ob das jetzt hier geht, so. Angelhaken herstellen. Kann ich daraus jetzt 8 Stück machen, wenn ich 8 Knochen habe? Tatsache, es geht ein Knochen weg. Das ist ja der Hammer. Das verballert auch viel weniger Platz. So, dann mal schnell fix sortieren. Sobald wir dann die Base haben, können wir da richtig sortieren. Ja. So, also für Angelhaken ist auch gesorgt. Ich kann noch 8 Stück habe ich denn, wenn ich die Knochen verbaut habe, alle. Umgemogelt. Ach, jetzt mal wieder was trinken. Oh ja, ja, jetzt wo du es sagst. Ich habe immer noch die infizierte Kacke, es geht einfach nicht weg. Ja. Ich muss mich doch, glaube ich, trotzdem. Es regnet schon wieder. Es regnet. Ich muss mich mal richtig trocknen. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Was wollte ich jetzt machen? Trinken. Was trinken? Ich habe nur noch 2 Pepsis. Guckst nach oben. Einfach nur lock, 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 lock. So. Guck mal, LKW-Reifen haben wir auch schon. Geil. Ach, meine Schrotflinte liegt ja noch in dem einen Zelt. Oh. Na egal, ich habe die Doppelläufige. Nicht Puls prüfen, einsteigen. Der macht das die auch. Okay. Und hier werden wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen und das hier nochmal richtig schön looten. Weil das ist schon echt nice. Ja. So, jetzt erstmal ganz kurz nochmal kurz auf der Karte gucken. Ja. Nicht schlecht. Ach, hier sind wir doch tatsächlich. Ja. Okay. Wir fahren jetzt raus, rechts. Ja. Ist eigentlich hochgeschaltet, das war doof. Los. Und ich habe eine Waffe. Geil. Zwar nicht meine KA, bla. Und immer noch keine Weste und nix, aber ich habe schon mal eine Waffe. Hoffentlich finden wir auch irgendwann mal was dickes Militärisches. Ja, doch, denke ich mal. Minigun oder sowas. Was Kleines halt erstmal, ne? Ja, ich meine, eine Tier Base noch so. So wie das links von uns. Das ist eine kleine Militärbase mit Ausguck. Oh, ja, gut, wir haben halt keinen Platz mehr. Wollte ich gerade sagen, das machen wir dann. Ja. Weil wir müssen die Koordinaten mal kurz auf. Ich mache mal ein Foto von. 969? Fährt einfach mal los. Ja, hier werden wir auch nicht als nächstes hinfahren. Ich glaube, das Bild kannst du auch wieder löschen. Irgendwann werden wir das nochmal wiederfinden.
Okay, solange wir ein Auto haben, werde ich wirklich ganz vorsichtig erstmal fahren. Ja. Wie spät haben wir es denn? Oh, scheiße, 25 Minuten schon. Ja, gut. Sorry, aber in der nächsten Folge dann. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch einen Schreibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.